Hallo und herzlich willkommen mal wieder hier an der B54. Ja, unsere Bundesstraße, die hier durch das schöne Dahl geht im Hagener Süden. Ja, schönes Dahl. Wir haben ein paar Kratzer bekommen. Und zwar führt ja jetzt die A45, hauptsächlich der Schwerlastverkehr, hier durch unser Dorf. Und unsere Bundesstraße, ja, ist vor ein paar Jahren neu gemacht worden. Die war auch in Ordnung, die war gut. Ich habe mal den ganzen Verlauf von Ambrock bis Rummenol gefilmt mit meinem Fahrrad, eine Kamera vorne drauf, weil wir in ein paar Jahren doch hier große Schäden sehen werden. Kleine Schäden fangen schon an, die jetzt aber schon sehr unangenehm sind, weil es nämlich hier zwei Probleme gibt, die mir so aufgefallen sind. Und zwar tauchen hier ab und zu so Nürnberger Bratwürstchen auf, diese hier. Warum ist das ein Problem? Ja, das sind nämlich keine Nürnberger Bratwürstchen, sondern das ist ein Stück vom Stoßdämpfer, also von der Feder von einem Stoßdämpfer. Das ist von einem PKW hier. Und bei solchen Schlaglöchern, die hier sind, die Bundesstraße rauf und runter, da brechen die Teile ab und fallen hier auf die Straße. Und das ist ein Federstahl und der hat leider messerscharfe Kanten. Das heißt, wenn man da hinterher mit einem anderen Auto durchfährt, mit einem Vorderradwagen oder mit einem Vorderrad, da passiert ja nicht viel. Ne? Dem Vorderrad wird nicht viel Schaden nehmen. Aber in der Regel werden die durch den Schlag da drauf, fliegen die durch die Gegend und kommen hinten am Hinterrad an. Und wie sie dann ankommen, mit der Spitze nach oben, das kann man sich vorstellen, was dann passiert. Die Bruchstelle hier, das ist kein Dauerbruch, sondern ein Gewaltbruch, das kommt durch die Schlaglöcher. Das ist auch nicht das erste Teil, was wir gefunden haben. Die anderen haben wir weggeschmissen, aber ich werde das jetzt sammeln und werde hinterher eine Ausstellung daraus machen, was hier an diesen Teilen alles so angefallen ist innerhalb von mir aus einem Jahr. Ja, damit kann man sich also seine Reifen kaputt machen. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dieses Teil liegt so in einem Teller an einem PKW von mir aus vorne und hinten. Das kann beides sein. Und in diesem Teller wird diese Feder nicht mehr geführt. Das heißt, die kann zur Seite drehen oder zur Seite geschoben werden, je nachdem, welche Kurve und wohin. Dann ist dieses Gegenstück nicht mehr in der gleichen Position wie vorher, sondern hier dreht sich der Reifen und dann kann das Stück Richtung Reifen gehen. Das ist bei meinem Vater tatsächlich so passiert und schlitzt den Reifen auf. Und dann hat man den nächsten Reifenschaden. Wenn er kaputt geht, ist das gut. Wenn er beschädigt ist und die Luft ist aber noch drin und man fährt hinterher 250 auf der Autobahn und der fliegt dann daher, das ist relativ unangenehm. Und deswegen ist das nicht zu unterschätzen, wenn diese Nürnberger Bratwürstchen hier liegen. Ja, darauf achten kann man nicht, man sieht sie nicht, es gibt einen Knall und dann ist es passiert. Ich kann das ja hier gleich mal hinwerfen, wie laut das ist, was das für ein Material ist. Ja, das ist richtig massiver Federstahl, der unangenehm ist. Das zweite Problem sind die Schlaglöcher mit der Tiefe. Die sieht man vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick. Ich habe mal ein Maßband mitgebracht, um die nachzumessen, wie tief die inzwischen sind. Das Problem sehe ich an sich für Radfahrer. Ich habe ja dieses Fatbike hier. Falls ihr da mehr darüber erfahren möchtet, könnt ihr auf Blueframe Video gucken, hier auf meinem Kanal. Da stelle ich das Fahrrad mal vor. Das hat jetzt 4 Zoll breite Reifen. Ein Schlagloch kann mir nicht viel anhaben. Aber jetzt ist Frühling. Wir sind im März. 25. März 2022. Und jetzt kommen die Rennradfahrer. Die trainieren ja hier auf dieser Strecke oder an dieser Strecke ihre Rennräder mit so schmalen Reifen, 8 Bar Luftdruck da drauf. Und dann haben die den Kopf runter und fahren dann volle Pulle hier durch und sehen dieses Schlagloch nicht. Und ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert, wenn die da reinfahren. Die liegen garantiert auf der Bundesstraße. Wenn da jetzt noch ein Fahrzeug hinterher fährt, das kann sehr unangenehm werden. Und wie die Löcher hier aussehen, die werden noch repariert. Da kommt ein Bautrupp an, schüttet da ein bisschen Teer drauf, hauen das mit der Schippe platt. Das ist übertrieben, ne? Ich habe es nicht gesehen, aber so sieht es aus. Und dann ist das auch nach 3 Tagen wieder raus, ohne Regen, mit Regen 2 Tage. Das ist genau das Problem, deswegen zeige ich euch jetzt die Schlaglöcher und wie es inzwischen aussieht. Kommt mit. Ja, hier bin ich jetzt im Ortskern in Dahl. Und da sieht das so aus, zum Beispiel. Da kann man das an der Platte sehen. Das sind knapp 10 cm, vielleicht sind es auch 9, 9,5 cm ist das hier. Aber das geht natürlich komplett durch und das wird jeden Tag größer und muss saniert werden.
Tja, in unserer berühmten Kirchkurve auch wieder tiefe Schäden. Naja, hinten geht es zum Sportplatz am Kämpchen rein. Das ist meine Lieblingsstelle hier. Ich messe da mal nicht, weil das sehr groß ist. Ich kann da vielleicht mal zeigen, wenn da ein Auto durchfährt, was das rappelt. Und hier liegen dann die Federn alle irgendwann mal rum. Ja, für Motorräder, Autos, LKW, Fahrradfahrer, für alles das sehr, sehr schlecht. Man sieht, die fahren alle da durch. Das ist genau die Fahrspur. Und alles, was ich gezeigt habe, ist jetzt im Bereich von 50 Metern gewesen. Ja, mit den Schäden an der B54 werde ich auf jeden Fall am Ball bleiben für euch. Werde ab und zu ein Update-Video machen, was hier alles noch so passieren kann. Vielleicht bilden sich auch schöne Pfützen da drin. Das Wasser spritzt mal richtig, dann bin ich da auch. Danke fürs Zuschauen hier mal wieder im Hagener Süden in Dahl. Und es kommen garantiert immer mehr Videos. Jetzt war ein bisschen Zeit dazwischen, da war ich faul, ja. Aber ich habe wieder neue Ideen, es kommt wieder was. Also sehr spannende Berichte jetzt in den nächsten Tagen. Da dürft ihr gespannt sein. Ich freue mich drauf. Schönes Wochenende, schönes sonniges Wochenende. Bis dann.